Liebe Kinder, herzlich willkommen im Zirkus und die magische Welt mit all meinen magischen Freunden. Und hier die Schildkröte mit einer kleinen Überraschung. Tada, der Landreporter. Auf meiner Tour hinter den Kulissen treffe ich zuerst Jongleurin Shirley. Mit wie vielen Keulen sie übt, können Clown Ward und ich nicht zählen. Dafür geht alles viel zu schnell. Ich werde gleich mit 3 Bällen anfangen. Irgendwann habe ich das mal gelernt, aber das ist schon verdammt lange her. Wow. Okay? Okay, now we do it together? Okay. Okay, das ist Stufe 2. Ich glaube, da bin ich raus. Das klappt ja hier. Shirley, is it difficult to learn it? Shirley, ist es eigentlich schwer, das Jonglieren mit den Keulen und Bällen zu lernen? Das Jonglieren mit den Keulen ist schon schwer zu lernen und dauert. Das mit den Bällen ist dagegen schon etwas einfacher. Und wie lange übst du jeden Tag? Ich übe jeden Tag 2 Stunden. In der Show verzaubert Shirley die Besucher mit spektakulärer Jonglierkunst. Sie ist wie die meisten Artisten mit dem Zirkus aufgewachsen. Der Circo Aquatico erzählt eine märchenhafte Geschichte von Gut und Böse, Freundschaft und Fröhlichkeit mit lebendigen Fabelgestalten. Die Show hat in Europa in den vergangenen Jahren bereits 2,3 Millionen Zuschauer begeistert. Die Erfolgsgaranten sind vor allem auch die Artisten. Die Brüder Kevin und Patrick Martiz treffe ich beim Warm-up vor der Show und darf gleich ein bisschen mithelfen. Okay. Wow! Wahnsinn! I like it. Don't possible, don't work in the circus. Ich kann es mir nicht vorstellen, nicht im Zirkus zu arbeiten. Ich lebe hier und für mich ist es fantastisch. Wir sehen, viele Städte sind jetzt in Deutschland, waren vorher in Griechenland und Italien. Zirkusleben ist super. Wenn wir arbeiten, ist es fantastisch, wenn dir das Publikum applaudiert und es ist unglaublich, wenn sie jubeln. Das ist für uns das Besondere. Nachdem ich bereits ein bisschen Artistenluft geschnuppert habe, wird es ernst. Jetzt ist meine Nackenmuskulatur gefragt. Kevin will sich auf unseren Köpfen abstützen. Ein bisschen Respekt habe ich ehrlicherweise schon, aber es klappt. Die Showbühne überlasse ich dann doch lieber den 30 professionellen Artisten aus aller Welt. Der Circo Aquatico gastiert in Kiel noch bis zum 20. November.